Ey, was für ein Witz, ey. Meine Güte, ey. Scheiße, das ist aber nicht lustig. Okay, wir sind mal wieder hier. Ich kann diesen Weg nicht nehmen. Wenn ich diesen Weg nehme, muss ich wieder durchs Wasser. Das ist nicht tragbar. Ich darf diesen Weg nicht nehmen. Ich muss woanders entlang. Wo ist denn dieser doofe Sturm? Den müssen wir mal kurz abwarten. Wir wissen jedenfalls, dass wir wohl zu diesem Raumschiff jetzt so nicht mehr kommen. Weil wir ja direkt in die Höhle gehen, zum Abpumpen. Ah, da kommt der Sturm. Ich glaube, dieser Punkt weist mich nur mal auf wichtige Sachen hin, wie zum Beispiel diesen Sturm. Der ist jetzt, hängt jetzt da ja auch eben. Da hing ja eben auch so ein Punkt. Nein, nicht mein Cursor. So, jetzt kommen wir weiter hier und wir gehen hier lang. Da ging es mich durch, genau. Hier bin ich ja schon mal entlang gewetzt. Deutlich besser. Hier lang, so kommen wir darüber. Glaube ich jedenfalls. Dass wir so da irgendwie rüberkommen. Irgendeinen Weg werden wir da finden. War vielleicht jetzt nicht der einfachste Weg, den wir gehen konnten, aber den müssen wir wohl gehen jetzt. Leute, ihr wollt mich verarschen, ne? Meine Fresse, ey. Fahren wird mir trotzdem nicht. Oh. Oh. Noch kein Leben verloren. Das nenne ich mal Glück, was? Darauf. Shit, geht nicht. Geht nicht. Oh, ich muss hier irgendwie hoch. Ich komme hier nicht mehr hoch. Was für ein Dreck. Was für ein blöder Weg hier. Ich erfriere auch schon wieder. Ah, oh, okay. Dann, es tut mir echt leid. Okay, wir haben jetzt eine längere Laufstrecke vor uns irgendwie. Mal wieder. Ich dachte, der Weg wäre zielführend hier. Habe ich mich wohl getäuscht. Ist die Zielpeilung aber echt ein bisschen doof angebracht, muss ich sagen. Oder? Also die Zielpeilung ist ja wirklich mal ein bisschen saublöd angebracht dann. Na gut, dann können wir uns das UFO nochmal aus der Nähe angucken. Vielleicht winkt ja jemand. Dann kann ich auch erst überlegen, ob ich nicht nochmal oben mir das Achievement abhole für freien Fall oder sowas.
Cool sieht's hier aus, ne? So. Da merkt man auch hier richtig, anhand des Geräusches, wie schnell, also mit wie viel Wucht sich diese Flügel hier drehen, ne? Ja, cool. Ist schon geil. So, das ist jetzt die richtige Richtung für die Zielpeilung. Wir müssten eventuell hier entlang, ne? Bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob der Umweg da nicht zu groß ist oder ob wir lieber versuchen, hier oben nochmal von einer dieser... Hier oben geht es ja richtig hoch. Minus 4 Grad, ja. Ich sollte vielleicht auch mal irgendwo mich unterstellen gleich. Ich hätte mal direkt von da oben runtergehen sollen. Von der Windmühle selber aus. Ruhig von der Rückseite. Ja, ja, ist ja gut. Aber wenn man dem Weg direkt mal folgt, ohne Umwege, geht das hier sogar recht schnell alles. Wir speichern hier nochmal. Und wir kürzen hier aber jetzt mal ab. So, da ist meine Zielpeilung. Und guck mal, ganz ehrlich, wenn wir jetzt schon mal oben sind hier, dann würde ich mir ganz gerne das Achievement eben holen. So. Wir haben eben gerade gespeichert, ne? Eine Stunde, komm. Machen wir hier eben. Die würde ich mir ganz gerne, das Achievement würde ich mir gerne holen, wenn es irgendwie geht. 5 Sekunden freier Fall. Und dann unten aufschlagen. Macht nichts. Wenn du gespeichert hast, ist gut. Auch das macht nichts. Okay, okay. 2, 3, 4, 5, 6. Ihr wollt mich verarschen, ne? Jetzt bin ich nicht gestorben. Echt jetzt? Leute. Weil ich ins Wasser gefallen bin. Bin ich nicht gestorben? Oh, Mann. Mann, oh Mann, wenn man es doof ist, sich umzubringen, ne? Ja, dann in die Richtung. 1, 2, 3, 4. Kein Achievement. Ich hätte irgendwie anders landen müssen. Ich möchte das nochmal eben versuchen. Es tut mir nur leid, dass ihr jetzt ständig Ladebildschirme habt. Also ich darf nicht ins Wasser. Hier ist aber nicht tief genug. Na, die Richtung da ist schon goldrichtig eigentlich, ne? 2, 3, 4. Gibt's doch nicht. Warum kriege ich das denn nicht? Es muss doch hoch genug sein hier. Okay, dann lass uns noch mal ganz kurz nach einer höheren Stelle gucken. Aber ich glaube, das wird schwierig hier. Das sah schon so aus, als wäre es genau dafür gedacht. Ich bin auch dafür, dass wir warten, bis es tagsüber ist. Das heißt, ich gehe noch mal eben kurz rein und schlafe noch mal, in der Hoffnung, dass es Alien hier nicht ist. Und dann kann ich mich auch noch mal satt essen eben. Das ist wahrscheinlich am besten, wenn ich das mache.
komm. So nass kann ich nicht sein. Ah, doch, vom Regen her, ne? Ah, ein Scheißwetter hier, echt unglaublich. Mal gucken, ob ich jetzt wenigstens schlafen kann. Yo, minus 7 Grad, sehr nett. Aha, okay. Wir schlafen nochmal 5 Stunden, draußen ist immer noch Gewitter. Mann, oh Mann, ihr habt das Gefühl, diese Folge mache ich nichts anderes als schlafen und springen und sterben. Ah, mal gucken, vielleicht schneide ich es auch raus, aber ich glaube aber nicht. Ist ja mal das ein Scheißwetter hier. Was? Ich hab zu viel geschlafen oder was? Oh, das ist doch mal ein geiler Ausblick, oder? Nimmst du das Ding wieder runter? Nimmst du das Ding wieder runter? Nimm das Ding wieder runter. So oft habe ich nicht geschlafen. Wie geil. Das hätten wir mal gleich sehen sollen. Ich hätte vielleicht nicht so früh abhauen sollen hier. Aber von hier kann ich mich nicht so lange in den Tod stürzen, oder? Das geht, glaube ich, nicht. Aber ich würde ja ganz gerne mal eben... darauf. Ist ja schon cool hier, ne? Oh, hier geht's ja noch höher. Kommen wir da vielleicht hoch? Tatsache, wir kommen da hoch. Ich will wissen, was da oben ist. Da ist ja vielleicht was. Schau her. Ja, da geht doch was, oder? Hier muss doch was gehen. Oh, ich kann hier gar nicht sprengen. Boah. Ich bin hier an einer Stelle, wo mich das Spiel eigentlich gar nicht lassen würde. Ja! Ihr habt doch einen Arsch offen. Ihr spinnt doch total. Leute, so geht das nicht. Das könnt ihr echt nicht bringen. Nicht jetzt. Ja, das nenne ich mal High Point hier, was? Okay, wollen wir hier von oben irgendwie einfach mal... Komm, das machen wir jetzt nochmal. Wir schlafen nächste Stunde und jetzt will ich hier einfach mal in verschiedene Richtungen springen. Ich will das jetzt haben, das Achievement. Einfach mit Anlauf mal runterjumpen hier. Aber der Ausblick ist ja mal geil hier, ne? Was ist denn das da hinten da drauf? Guck mal, da ist doch auch noch irgendwas. Naja, das wird nicht tief genug sein. Aber wenn ich da vorbeikommen würde, vielleicht über die Windmühle. Dann da direkt runter, einfach von den Windmühlenflügeln aus. Also von der Spitze der Windmühle, das können wir mal machen. Oh, vielleicht gibt es noch andere Wege hier. Na, das ist alles nicht hoch genug, glaube ich.
Ich glaube, ich bin der Einzige, der so lange in diesem Spiel braucht, sich umzubringen. Aber da unten rund, so weit falle ich nicht, ne? Ich schlag irgendwo vorher wieder auf, glaube ich. Ja, da, das muss doch gehen. Ja, das kriegen wir. Yes, Skydiver, endlich Errungenschaft freigeschaltet. Meine Güte, ey. Ich war zwischenzeitlich schon überlegen, ob ich die nicht schon habe. So, okay, jetzt können wir endlich der Zielpeilung mal folgen. Jetzt schmeißen wir da unseren Teleporter hin und gehen dann mal in die Richtung. Und zwar möglichst auf kürzestem Weg. Das heißt doch, ja, wir nehmen den Weg da. Und dann da einmal über die kompletten Klippen laufen. Machen wir das. Dann vorbei. Kann ich nicht sehen. Könnte geklappt haben, oder? Das war ein Präzisionswurf. Da oben waren wir eben noch. Krass. So, mal eben wieder Fackel rausnehmen. So, jetzt gehen wir der trockenen Fußes eben rüber. Und da wird mir jetzt wohl hoffentlich auch nichts mehr entgegenkommen, was mich hier noch killen könnte. Und dann pumpen wir das mal unten ab. Das UFO haben wir jetzt genug gesehen. Auch aus der Nähe. Wow. Gleich drei Kugeln. Wir müssen auch hier entlang gehen, damit das Ereignis triggert. Anscheinend. Jetzt versuchen wir mal schnell hinterher zu kommen. Was, warum fliegt uns denn eine Kokosnuss entgegen? Wo wollen die denn so schnell hin? Ah, die haben wir jetzt wohl aus den Augen verloren. Schneller ging es aber nicht. Nee, die sind abgestürzt. Die sind doch irgendwo gecrashed. Wahrscheinlich hier hinter erst, dass sie dahinter gecrashed sind. Möchte ich denn da nochmal gucken? Ob ich da irgendwas sehen kann? Nee, viel weiter runter möchte ich eigentlich nicht. Bevor wir da runter gehen, lass uns doch mal, was haben wir denn hier? Säure sehen. Das sind die Bilder. Turmteile haben wir alle eingesammelt. Frederiks Tagebuch haben wir nicht vollständig. Aber kann man mit leben. Ich würde sagen, dann lesen wir das nochmal eben. Ich habe gehört, dass Vertreter vom PPHQ uns während der 15-jährigen Reise an Bord begleiten sollen. Wie sagt man so schön? Halte deine Freunde nahe bei dir, aber deine Feinde noch näher. Allerdings hätte ich nicht erwartet, den Rest meines Lebens unter Feinden zu verbringen. Die Gliese-Landesonden senden nicht genug Infos, also kann ich nicht so viel Material liefern wie erwartet. Immerhin fragen mich die anderen Crewmitglieder auch nach meiner Meinung außerhalb meines Fachgebiets. Ich will nicht das 10. Rad am Wagen sein. Da die Sonde auf der Oberfläche erfolglos bleibt, haben wir keine detaillierte Atmosphärenanalyse oder Mineralienproben. Der Satellit sendet uns nur allgemeine Daten. So können wir den Planeten nicht exakt datieren. Casey und ich spekulieren, dass der Planet sehr jung sein könnte. Lata bittet mich immer wieder um Hilfe bei ihrer Arbeit, während Sophia immer mehr Zeit mit dem Berater Amon verbringt. Biologie ist zwar nicht mein Steckenpferd, aber besser als gar nichts zu tun. Die Psychologen an Bord sind Vertreter des PPHQ. Ich fühle mich nicht wohl dabei, ihnen irgendwelche Geheimnisse zu offenbaren. Die sind eine gerissene Bande mit ihrer Vornehmen, dass es unter Verschluss tut mir leid, Entschuldigung für einfach alles. Ich weiß, wie das PPHQ arbeitet. Ich habe Filmmaterial gesehen.
Erst knapp ein Jahr hier drin und meine Gedanken drehen sich die ganze Zeit im Kreis. Hier gehen Dinge vor, um die sich sonst keiner Gedanken macht. Diese fröhliche Haltung der Crew, die letzten Scans betreffen, verärgert mich eher, als dass sie mich glücklich macht. Ich glaube nicht, dass die Sonden noch existieren. Die Scans von dem Ort, an dem die Sonden gelandet sein können, zeigen gar nichts. Ich vermute, dass LISA 6143C ist ein großer Planet. Die Sonden könnten irgendwo gelandet sein oder sie sind beim Eintritt verbrannt, wenn ihre Stabilisatoren irgendwelche Fehlfunktionen hatten. Versuche immer mehr Zeit alleine zu verbringen, damit ich nicht auf irgendjemanden einschlage. Lars schaut hin und wieder vorbei, wie eine Spinne, die unter meiner Tür durchkriecht. Er hilft nicht. Das kann er nicht. Ich glaube, das kann niemand in so einer Blechbüchse legen. Ich dachte, die wären in Stasis wenigstens gewesen. Ich meine, 15 Jahre ja, hat die Reise ja gedauert. Wir mussten alle an einem Frage- und Antwortfilm für die DUP-Nachrichten in der Kolonie teilnehmen. Ah, da klärt sich das auf. Er ist dafür gedacht, die Menge über das Solus-Projekt aufzuklären. Natürlich haben die Psychologen alles bis ins kleinste Detail inszeniert. Ich habe mir den Filmausschnitt angesehen, bei dem wir alle mitgemacht haben. Wie eine schräge Sitcom. Die DUP versucht wirklich, die Hoffnung in die Schiffe oben zu halten. Und diese PPHQ-Idioten sind ihre Handlanger. Die scheren sich einen Dreck um die Menschheit oder ihre Mission. Oder unsere Mission. Montserrat ist das letzte Opfer der Nachrichtenkampagne der Psychologen. Sie hat mir das Skript gezeigt und die Vorschrift, dass sie es befolgen muss. Es wirkt sehr starr. Ich verstehe sie durchaus. Sie ist unberechenbar. Sie ist unberechenbar. Montserrat kam vorbei, als ich gerade eine rauchte, um nach einer weiteren Begegnung mit der schwachsinnigen PPHQ-Zensur. Sie fragte mich, ob ich sie bei meiner Folge dabei haben will und machte klar, dass sie die ganze Aktion genauso missbilligt. Sie sagte, es gibt keine Transparenz. Als Montserrat vor den Aufnahmen auftauchte, waren Amons und Lars Gesichter wie versteinert. Sie wussten beide, dass sie ihr ein Skript zur Verfügung stellen müssen und das innerhalb einer bestimmten Zeit. Sie konnten sie nicht abweisen. Schließlich ist ihr Fachgebiet auch Geologie. Nachdem ich mit Casey die letzten Scans der Oberfläche ausgewertet habe, entschieden wir, dass es wäre das Beste, die Landezone zu ändern. Am ursprünglichen Ort sind zerklüftete Klippen, ach, die sind überall hier, und hervorspringende Steinbrocken. Dort zu landen würde in einem Desaster enden. An dem von Casey vorgeschlagenen Landeplatz war auch eine Sonde gelandet. Aber es gibt keine Spur von ihr. Selbst wenn sie kaputt gegangen wäre, müsste sie noch dort sein. Casey meinte, sie könnte unter dem Sand begraben sein. Es ist unmöglich für nur eine Person, alle hochauflösenden Scans der gesamten Planetenoberfläche zu prüfen. Und die Karten mit geringerer Auflösung zeigen schon nicht weniger als mehrere hundert Meter. Dennoch weigere ich mich, diese unmöglichen Bemühungen aufzugeben, noch nicht. Ich bin frustriert. Montserrat tauchte auf, als ich mir einmal mehr die ganzen Scans angeschaut hatte. Keine Ahnung, warum sie zu mir kam. Vielleicht, um mich aufzumuntern, aber vielleicht bat sie mir nur ihre Hilfe an. Ich sagte natürlich nein. Ich versuche so diskret wie möglich meine Nachforschung zu den Sonden weiterzuführen. Montserrat tauchte auf, als ich gerade den Tisch sauber gemacht hatte und fragte mich, ob ich nach Spuren auf der Oberfläche gesucht habe. Ich sagte ihr, dass das windige Klima alle Spuren verwischt hätte. Ich beginne Montserrats Anwesenheit zu schätzen. Sie verwirrt meine Gefühle nicht, indem sie sagt, ich würde mir zu viele Gedanken machen oder ich wäre paranoid. Stattdessen würdigt sie das und setzt die Konversation fort in ihrer sonderbaren Art. Heute kam Montserrat mit schlechten Nachrichten. Wir hatten gehofft, dass die Eutimio die hochauflösenden Scans zur Erde senden würde, damit die KI-Software sie analysiert und vielleicht auch die Sonden findet. Aber offensichtlich haben sie das schon damals getan, als die Sonden keine Daten mehr sendeten. Montserrat kam zu meinem Quartier, als der Großteil der Crew bereits schlief. Sie hatte einen kleinen Snack dabei, den sie sich seit 2 Wochen aufgehoben hatte. Sie sagte, sie wolle unter 4 Augen mit mir sprechen. Ich musste ablehnen. Ich bin nicht sicher, was sie so beschäftigt. Ja, dann lehn doch nicht ab. Traf mich mit Montserrat heute Nacht. Das erste Mal, dass ich sie so ruhig und vollkommen ernst sah. Sie teilte mir ihre Gefühle über die Zukunft mit. Sie sagte, sie hat so ein unerschütterliches Gefühl. Irgendwas würde mit uns geschehen. So ein Gefühl wegen Gliese. Die meisten meiner Sorgen wegen der Sonden wurden beseitigt. Aber jetzt ist noch dieses komische Gefühl übrig, dass irgendetwas passieren wird. Wir sind alle ganz aufgeregt wegen der nahen Landung. Sie wird aufgezeichnet und zu Polos gesendet. Mir bleibt nur übrig zu hoffen. Okay. Das war viel Text, aber auch nicht so wahnsinnig informativ, fand ich. Und jetzt will ich da endlich rein. Und wir leben.
ist ja auch mal was. 8 Geheimnisse übrig. Okay. Ich glaube aber nicht mal, dass es da ein paar Artefakte waren, da glaube ich auch, ne? Doch, ich glaube, ein paar Artefakte wären da bestimmt noch gewesen. Ich habe doch ein Gitter gehört oder so, welches aufgegangen ist. Ach so, das hier hat sich wahrscheinlich jetzt wieder geöffnet. So, jetzt können wir hier auf direktem Wege mal zurück. Da ist die Zielpeilung. Und jetzt ist der Säuresee wahrscheinlich abgepumpt, ne? Wäre anzunehmen. Oh. Jo, da ist er weg, der Säuresee. Können wir hier unten einfach so durchstapfen. Aber die Möglichkeit, dass wir hier unten jetzt noch irgendwas finden, was hier vorher verborgen war, die ist ja durchaus da. Das sind die riesigen Pumpen. Ja, die haben es abgesaugt. Wohin? Ins Meer gekippt? Also ich war es nicht. Ja, die Leiche. Vielleicht liegt hier aber noch irgendwas anderes rum, verborgen im See, was vorher versteckt war. Nee, sieht aber nicht so aus. Es sieht nicht so aus. Wir können mal gucken. Aber ich glaube nicht. Aber die Säure ist doch durch eine dieser Kugeln entstanden, ne? So hatte ich das ursprünglich mal verstanden, jedenfalls. Nein, hier ist nichts. Ach, wenn ich das geahnt hätte. Ah gut, wir können da vorne bei den Igeln gleich wieder was trinken. So, okay. Ja, dann habe ich hier doch schon, bin ich hier doch schon der ganzen Sache zuvor gekommen. Hab sowas ja schon geahnt. Schneller trocknen. Nehmen wir nochmal mit. Meilenstein 1 von 1, den hatten wir auch schon. Aber jetzt können wir uns hier nochmal genauer umgucken.